Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem weiteren Kaufvideo. Ich habe es gestern schon angekündigt, als ich meinen kleinen Crimson hier gekauft habe, mit dem ich wirklich unübertrieben mega happy bin, weil er mir einfach unterm Sattel nochmal deutlich besser gefällt als in der Verkaufsbox. Ja, wie gesagt, ich habe es euch gestern schon angekündigt, dass ich mir heute auch noch das neue überarbeitete friesische Sportpferd holen möchte. Ich bin froh, dass ich mir das alte nicht gekauft habe, denn tatsächlich war das auch noch ganz, ganz oben auf meiner Liste der Pferde, die ich gerne haben möchte. Jetzt bin ich natürlich mega happy, dass ich es mir nicht gekauft habe, da es nun als neues Modell auch noch rausgekommen ist. Und ja, er steht im Mondsicheldorf. Wir sind schon da, ihr seht es. So. So viel kann man jetzt hier von der Seite nicht sehen. Hier sieht man übrigens nochmal das alte daneben. Man sieht wirklich, es ist 1:1, 100% genau dasselbe. Manche haben sich ein bisschen darüber geärgert. Ich persönlich finde es gut, weil ich einfach, wie gesagt, ich mag das alte sehr, sehr gerne und bin jetzt mega happy, dass das neue genauso aussieht. Ja, das friesische Sportpferd könntet ihr ab Level 8 kaufen, wenn man denn dann schon damit ins Mondsicheldorf käme. Kommt man zwar, glaube ich, irgendwie über einen Bug, aber das würde ich euch nicht empfehlen, da man für Bug-Using immer, also auch eben über das Reinschleichen in andere Gebiete, sind schon Leute gesperrt worden, nur temporär. Aber deswegen würde ich es nicht empfehlen. Auch wenn es schwer fällt, wartet lieber ab, bis ihr regulär nach New Hillcrest und ins Mondsicheldorf, also nach Epona, könnt. Das friesische Sportpferd hat 3 Stärke, 2 Disziplin und 2 Agilität und kostet 890 Starcoins. Da Crimson gestern bei mir ein Hengst geworden ist, möchte ich, dass dieses Pferd hier eine Stute wird. So. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Coco. Der Name macht eigentlich wieder keinen Sinn. Belle ist, heißt ja eigentlich die Schöne, so geschrieben. Weil die Glocke im Englischen wird ja ohne das E am Ende geschrieben. Aber ich dachte, Coco Belle ist ein ganz süßer Name, oder? Ich finde es knuffig auf jeden Fall. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd und ich freue mich, jetzt endlich diese Farbe auch im Stall zu haben, weil ich fand es schon immer so, 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 so süß. Und habe dann doch immer anderen Pferden den Vorrang gegeben, weil ich dann doch, ja, auch ich bekenne mich schuldig, lieber die neuen kaufe. Und jetzt habe ich die Farbe in neu und wir sehen uns gleich im Stall. Und im Stall angekommen steht die kleine Coco Belle schon hinter mir. Ah, doch stehst du, muss den Kopf nicht schütteln. So, gehen wir mal rein. Und gucken uns natürlich auch hier wieder die Animationen an. Oh, das ist ganz schön eng hier in der Box. Als erstes wollen wir die Kleine mal putzen. Da guckt sie doch sehr angespannt, sehr, ja, das, also ich finde, das sieht angespannt aus. Ich mache das gerade nochmal, wie sie so nach oben guckt. Die passt hier gar nicht richtig in das Bild rein. Ist ja Wahnsinn. So, der Hufkratzer. Ja, auch da guckt das friesische Sportpferd eher in der Weltgeschichte rum, anstatt so nach unten zu gucken, wie es die meisten anderen machen. Oh, wie süß, den Apfel frisst sie endlich aus der Hand. Schön. Und beim Trinken hat sie auch das Maul in der passenden Position. Sehr gut. Gefällt mir. Oh Gott, herzig. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, die Trensen, die ich jetzt habe, werde ich ihr beide nicht drauf tun. Aber jetzt zum Führen sollte das definitiv reichen. Ach, guck hier. Ach, was ein bunter Popo. Was ein bunter Popo. Boah, ist das schön. Schön, 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 schön. Gut, gucken wir uns doch jetzt direkt mal an, wie das Grasen aussieht. Ja, finde ich gut gemacht bei der Rasse. Gefällt mir. Sieht auf jeden Fall hübsch aus und die Dösehaltung. Auch da macht das friesische Sportpferd genau wie das Morganhorse nicht die Augen zu. Aber wie gesagt, da sind meines Wissens nach das Welsh Pony und der Haflinger die einzigen beiden Rassen, die da so ein bisschen, ja, wirklich wegschlummern. So, das Führen. Ich mache mal wieder das Interface aus. Von der Seite. Sie guckt so nach vorne, als ob sie sagen würde, muss ich wirklich... Von vorne und von hinten aus Reiterperspektive. Oh, ich will so reiten können mit der Kameraeinstellung. Gut, ihr Lieben, aber ihr kennt es schon. Ich stelle jetzt ein Outfit zusammen und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich euch die Gangarten nochmal genauer zeige. Okay, wir sind hier wieder auf dem obligatorischen Platz angekommen, wo ich das immer ganz gerne zeige. Ja, ich habe mich jetzt doch für das Preiselbeerrote
heißt das? Doch, ich glaube, es ist Preiselbeerrot, obwohl es eher braun aussieht. Sportzaubenzeug entschieden. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wo ich das her habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auch beim Sattel muss ich gerade so ein bisschen passen. Da weiß ich gerade nicht, ob der aus Jorvik City ist oder aus dem Shopping Center. Aber auf jeden Fall irgendwas mit Jorvik City zusammenhängt. Das Shopping Center ist ja auch in Jorvik City. Die Satteldecke gibt es mittlerweile im Shopping Center. Früher gab es sie nur in Golden Hills im Westkap Fischerdorf. Das ist die rote Profidecke. Und mein Outfit. Mütze aus Jorvik City, Handschuhe, Oberteil und Stiefel aus dem Shopping Center. Und bei der Hose habe ich mich mal wieder für die weiße Hose der Bobcats entschieden. Ich liebe die einfach. Ich finde, das sieht unheimlich edel aus an ihr, dieses dunkle Outfit und dann diese strahlend rote Decke. Ich finde generell, dass das Pferd unglaublich schick aussieht. Ganz, ganz toll. Wirklich so, ach, so edel. Auch wie es guckt. Meine kleine Coco Bell. Naja, klein ist sie nun nicht unbedingt, aber schön. Ach, ich bin ganz verliebt in sie. Ist wirklich... Manche mögen mir das nicht mehr glauben, dass ich bei der Anzahl an Pferden wirklich noch die neuen Pferde mag, aber ich weiß tatsächlich jedes einzelne zu schätzen. Und wie gesagt, ich bereue keinen einzigen Kauf, muss ich wirklich sagen. So, das Rückwärtsrichten. Guckt so total süß nach hinten. Ganz, ganz süß. Übrigens, schaut mal, sie hat so einen Keilstern auf der Stirn. Bin ich auch nachher gespannt, wenn wir die Mähnen uns anschauen. So, der Schritt. Das friesische Sportpferd hat ja total erhabene Bewegungen. Ganz, ganz toll. Ich liebe das. Der Trab jetzt auch. Wie es die Beine hebt, das sieht einfach wahnsinnig aus. Ganz, ganz toll. Es wäre vielleicht schön, wenn es ein bisschen die Beine mehr nach vorne schmeißen würde, anstatt so extrem hoch zu nehmen. Dass es ein bisschen lockerer, elastischer, tänzelnder aussieht. Aber das hier sieht auch richtig, richtig nice aus, oder? Schick, schick, schick. So, wir lassen die Kleine angaloppieren. Linksgalopp im Arbeitsgalopp. Sehr, sehr schön sieht das auch aus. So grazil. Ich finde, die Beine wirken unheimlich lang bei der Farbe irgendwie. Oder? Kommt mir das nur so vor. Ich finde es toll. So, wir werden mal ein bisschen schneller. In den leichten Galopp. Da springt das Pferd schon in den Rechtsgalopp um, fällt mir gerade auf. So, wir kennen das ja schon vom Friesen bzw. vom friesischen Sportpferd, dass da das Maul auch mal so ein bisschen aufgeht beim Galoppieren. Und wir werden mal noch etwas schneller. Jetzt geht der Reiter so langsam ein bisschen mit dem Oberkörper nach vorne. Ich finde das toll. Ich finde es einfach nur toll, wie das friesische Sportpferd die Beine wirft. Ganz, ganz klasse. So, und wir werden richtig schnell. Ja, da geht der Kopf so mit, der wippt so, manchen gefällt das nicht. Ich finde das sehr, sehr süß, auch wenn man das im echten Leben eigentlich nicht unbedingt haben möchte. Finde ich aber, dass das bei dem Modell unheimlich gut passt und ganz, ganz schön aussieht. Also mir gefällt es. So, wir galoppieren wieder im Arbeitsgalopp und springen. Im Vergleich zum Morgen zieht es nicht ganz so sehr die Hufe, also die Vorderhufe nicht ganz so sehr unter den Bauch. Die Hinterhufe sind schon auch sehr vorsichtig, sehr vorsichtige Hinterhand. Und wir gehen noch in den Renngalopp. Da sieht das Springen so aus. Und das Anhalten. Das tut mir so leid, Coco. Oder wollen wir sie Belle nennen? Ich würde eher sagen, dass wir sie Belle nennen. Weil Coco Kiss nenne ich ja schon Coco. Die Animation an sich ist gut. Aber mir tut immer noch das Pferd leid. Ihm geht's noch so. So, und das Steigen. Ah, das finde ich auch, sieht ganz toll, ganz, ganz, ganz schick aus. Ganz toll, wie die Mähne fliegt, wie der Schopf nach oben fliegt. Finde ich richtig, richtig toll gelungen. Sehr, sehr schön. Finde ich klasse. Da kann ich eigentlich wirklich nicht meckern. Also dieses Modell, ich habe es ja gerade schon gesagt, das hat es mir also wirklich angetan. Das sieht einfach nur unheimlich schön aus. Ganz, ganz toll. Wow. Dieser Trab so ausdrucksstark. Wunder, wunderschön. Übrigens, ich muss mal gerade gucken, dass ich das hinbekomme. Vielleicht, wenn ich hier näher an den Zaun ranreite, ist eben noch was aufgefallen. Guck mal, ums Auge drumherum ist der Schwarzton noch ein bisschen dunkler. Das ist noch so ein bisschen, ja, schattiert. Das sieht auch ganz, ganz cool aus. Auf der anderen Seite glaube ich auch. Ja, auch. Finde ich auch super.
Das macht irgendwie die Augen nochmal ausdrucksstärker. Also ich finde es super. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und bevor ich jetzt hier aus dem Schwärmen gar nicht mehr rauskomme, gucken wir uns noch die anderen Mähnen an. Und ich wette, da ist bestimmt wieder ein Schweif dabei, der meine Euphorie etwas bremst. Also bis gleich. Beim Friseur angekommen bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt. Wir gucken uns natürlich auch nochmal die Standardmähne an und den Standardschweif und dann auch die anderen Variationen. Ich liebe diese Mähne. Ich bin ja eigentlich nie der Fan von diesen ultralangen Mähnen, von diesen ultralangen Barbie-Pferd-Mähnen gewesen, aber bei dem Modell ist sie einfach nur so wunderschön. Ich finde sie toll. Da brauche ich gar nicht großartig noch was zu sagen. Sehr, sehr schön. Ich mag auch diesen langen Schopf, wie der fällt, so seidig weich. Hier oben ist eine kleine Naht bei der Mähne. Ja doch, aber ist nicht schlimm. Es ist quasi ein Scheitel. Und der Schweif, den finde ich auch ganz, ganz toll. Mit diesen Lichteffekten hier drin und diesen tollen Wellen. Das kommt da viel, viel besser raus als bei dem alten Modell. Das muss man ganz klar so sagen. Bei dem alten Modell sah es einfach irgendwie ungepflegt und verfilzt aus, die Locken. Deswegen hat mir das nie gefallen, egal bei welchem Pferd, egal ob nun beim alten Friesen oder bei manchen der andalusischen Modelle, die das ja auch haben. Das gefällt mir da einfach nicht, diese Locken im Schweif. Hierbei finde ich das aber super umgesetzt. So, die kurze Wut. Da dreht sich irgendwie die Farbe um und die sieht extrem merkwürdig aus. Guck mal, da fängt vorne, ist auf einmal die Strähne schwarz und dann ab der Mitte einfach ganz klar weiß abgeschnitten. Star Stable, was habt ihr denn da gemacht? Was habt ihr denn da gemacht? Das sieht ja furchtbar aus. Was ist denn da passiert? Oh je. Der Schweif ist leider auch ein bisschen verwaschen. Also, nee. Interessant ist, dass hier die kurze Mähne auf der linken Seite unten schwarz ist und oben weiß. Und auf der anderen Seite ist es genau umgekehrt. Aber die sieht irgendwie ganz merkwürdig aus. Gucken wir mal schnell zu den Zöpfchen weiter. Schade, dass sie das hier nicht zu Ende gedacht haben. Hier ist die Mähne auf einmal komplett schwarz. Da haben wir das Weiße komplett überfärbt. Hätte ich mir da gewünscht, dass da auch ein paar Zöpfchen weiß sind. Verstehe ich nicht, warum die da auf einmal dann komplett schwarz ist. Das finde ich ein bisschen schade, auch wenn er super schön aussieht, weil man einfach diesen herrlichen Keilstern vorne so toll sieht, der so eine ganz, ganz tolle Tropfenform hat. Das ist nämlich wunderschön. Ja, der Schweif leider auch sehr, sehr verwaschen, aber ich finde es schade, ich verstehe nicht, warum sie da nicht die Zöpfchen zweifarbig gemacht haben. So, die Mähne vom Jorvikschen Warmblut, nicht Urpferd, ich wollte erst sagen Urpferd. Die finde ich an der Seite sehr, sehr schön gelungen, sehr detailliert. Ich habe aber auch schon wieder einen kleinen Kritikpunkt gefunden. Und den sehen wir nämlich hier, den Schweif, nicht Schweif, den Schopf. Der ist nämlich auch etwas verwaschen leider. Schade. Schade, schade. Wie sieht denn der Schweif aus? Der ist ganz komisch gedreht. Das sieht aus, als ob man den oben an der Schweifrübe gepackt hätte und dann so die Haare so umeinander gedreht hätte. Ist ja so gezwirbelt. Das ist ja überhaupt gar keine Wuchsrichtung mehr. Was habt ihr mit dem Schweif gemacht bei dem armen Pferd? Die Wildpferdemähne. Die sieht eigentlich von der Seite her ganz gut aus. Mal gucken, was der Rest so bietet. Von vorne, ja, der Schopf ist hier auf jeden Fall besser gelungen, finde ich, in der Schweif. Auch wieder eine Katastrophe. Also der Schweif gefällt mir hier wirklich nur in der Standardversion. Sehr schade finde ich, dass hier wirklich dieser Stern, dieser Keilstern, das ist wunderschön. Aber leider sieht man ihn eben bei der Standardmähne nicht. Und die anderen Mähnen, wo man ihn sieht, unter anderem die Zöpfe. Die Zöpfe sind das Einzige, worüber ich noch mit mir reden lassen würde. Auch wenn da leider der Schweif so ein bisschen verwaschen ist. Aber da fast überall dunkel ist, fällt das gar nicht so stark auf. Da finde ich halt wirklich schade, dass die Zöpfe einfarbig sind. Wie seht ihr das denn? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich muss sagen, hier bei diesem Pferd gefällt mir ganz klar die Standardmähne am besten. Standardmähne und Standardschweif. Am Rest hat das Team in meinen Augen persönlich ein bisschen gefailt. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Meins ist aber besonders der Schweif. Maximal noch bei den Zöpfen was. Ansonsten
Reinfall. Und was ist bitte mit dieser Mähne passiert? Ich hoffe, dass Darstable da noch ein bisschen nacharbeitet. Das wäre sehr wünschenswert. Okay, ich gebe aber insgesamt für dieses Pferd definitiv einen Daumen rauf, denn das sind ja nur Möglichkeiten, sein Pferd anders zu gestalten. Das Standardpferd ist einfach ein Traum, gefällt mir unheimlich gut. Und ich würde sagen, das war es jetzt hier heute vom Kaufvideo. Was ist denn euer Eindruck von dem friesischen Sportpferd? Gefällt euch das, dass es genauso aussieht wie das alte? Oder sagt ihr, ach, ein bisschen anders hätte ich es mir gewünscht? Oder sagt ihr, hey, das ist genau das, was ich gehofft habe? Oder sagt ihr vielleicht, ja, das alte friesische Sportpferd der Farbe gefällt mir trotzdem noch besser? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und für Sonntag könnt ihr dann abstimmen, beziehungsweise ich mache Sonntag eine Abstimmung in das Video rein, was dann kommt. Ich weiß es noch nicht, ob es Wins und Fails werden oder Stallgeflüster. Auf jeden Fall mache ich da dann eine Abstimmung rein, wo ihr abstimmen könnt, ob ich Honeydew fertig leveln soll oder ob ich Crimson oder Belmont nehmen soll. Das könnt ihr dann entscheiden. Für heute verabschiede ich mich erstmal, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und damit feuerfrei für eure Kommentare und Meinungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!